Okay, egal. Herzlich willkommen im Zockerton Hauptdier, wo immer die heißesten plötzlichen Feuer und Arcade-Sachen gezockt werden. Grüß euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute will ich euch einen besonders coolen Titel zeigen. Zwar Dirt Rally Feuer für die PlayStation 4. Der ist jetzt gerade in Aktion auf dem PlayStation Store für nur knappe 10 Euro. Die Aktion läuft vom 6.2.2019 bis 21.2.2019. Und den solltet ihr euch unbedingt kaufen, wenn ihr Racing-Fan seid. Erstens, weil es einer der besten oder der beste Racer auf der PlayStation 4 überhaupt ist. Zweitens, weil es 10 Euro kostet. Drittens, weil die Auswahl ja wirklich nicht sehr groß ist. Du hast ja eigentlich nur Drive Club 4R, Gran Turismo und Dirt Rally. Und dann hast du nur zwei Future Racer. Wipeout und boah, das andere Achterbahn-Dings, Namen vergessen, aber ist egal jetzt. So, eine Warnung halt gleich vorneweg, von einer Wertungsskala mit 3 Sternen, wo ein Stern bedeutet, dass du vorher Anfänger bist, 2 Sterne bedeutet, dass du vorher Fortgeschrittener bist oder geübt bist, und 3 Sterne bedeuten, dass du Hardcore VR Enthusiasten Modus Ultra Freak bist. In diesem 3-Sterne-System müsste ich dieses Spiel dann doch eher in 3 Sterne mit 3 Sternen ausstatten, weil es doch sehr intensiv ist. Dabei ist es eine Watered Down Version. Wenn du da ins Menü reingehst und bei Grafikoptionen, weil das ist eigentlich eh schon die die ist eh schon runtergeschraubt. So. Da bedeutet, dass du, wenn du einen Sprung machst und dass die dein Kopf und dein Auto andere Movements hat. Also dass es noch immersiver ist und noch ärger ist. Das musst du dir so vorstellen wie bei Wipeout, wenn du nur den Kopf eingestellt hast. Das heißt, dein Kopf bewegt sich anders wie dein Raumschiff oder dein Auto, und die Strecke bewegt sich auch noch anders. Das sind 3 Faktoren, das ist sehr, sehr intensiv. Aber auch sehr, sehr geil. Okay, wenn du das Spiel mit Pad spielen solltest, wegen der Analogsteuerung, dann kannst du in der erweiterten Lenkrad-Einstellungen kannst du ein bisschen rumschrauben. Die Default-Einstellung empfinde ich als ein bisschen sehr frickelig. Ich bin damit sehr schwer zurechtgekommen. Ich musste da im Menü wirklich viel umstellen und mich ein bisschen spielen mit der Sensitivität, damit ich da wirklich gut spielen konnte. Jetzt zurzeit spiele ich mit dem Thrustmaster T150 und muss sagen, dass das das Spiel doch gleich eine große Ecke immersiver und flashiger und besser macht. Aber es ist natürlich auch mit Pad spielbar, keine Frage. Die Grafik, vielleicht ein paar Worte zur Grafik. Die Grafik ist sehr gut, auch auf der normalen PlayStation 4. Die Grafik ist nicht so verwaschen wie bei Drive Club, und es hat auch den Vorteil, dass du, wenn du online spielst mit Freunden, kannst du das auch machen, und du bist nicht nur auf einen Fahrer, Computerfahrer beschränkt, wenn du VR spielst, wie bei Gran Turismo, der dann auch noch extrem lahm um die Ecke kommt. Du kannst hier, das ganze Spiel ist in VR spielbar, das komplette Spiel ist in VR spielbar, du kannst alle Karrieren, alle liegen, du kannst alles, das komplette Spiel ist in VR gepatcht, nicht nur so ein halbgarer VR-Patch wie bei Gran Turismo. Also hier ist alles dabei. Es ist eine echte Meisterleistung gewesen, dass sie das überhaupt geschafft haben, dass das draufkommt. Umso erschreckender und umso trauriger ist es, dass Dirt 2 ohne einen VR-Patch zum Start kommen wird. Das ist wirklich sehr traurig. Aber wir haben ja jetzt um 10 Euro nur das komplette erste Spiel
Und da haben wir schon einiges zu machen. Gut, ich werde nächste Woche eine Runde drehen mit ein paar Freunden aus meiner Zockertron-Gruppe. Und wollte nur mal zeigen, was man so machen kann und nicht machen kann im Menü und so weiter und so fort, dass sich jeder auskennt. Ja, mehr gibt es dann eigentlich nicht zu sagen. Man kann sich den Bildschirm noch heller und dunkler drehen und sich das alles anpassen. Jetzt werden wir mal in ein individuelles Event gehen und eine Rallycross-Strecke spielen, verwerfen. Aber es gibt drei Strecken zur Auswahl. Drei Lokalitäten und die kann man dann auch in drei verschiedene Längen und Strecken einstellen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt viel, aber schon mehr als genug. Vier Leute können gleichzeitig auf einer Strecke fahren. Dann nehmen wir die Junior-Strecke. Nehmen wir die da und dann nehmen wir ganz einfach einen 6x6x6x Gewicht. Nehmen wir hier den Renault. Na gut, und los geht's. Deine Position ist günstig, um die erste Runde als Joker-Runde zu fahren. Nein! Dies könnte der beste Zeitpunkt dafür sein. Oh, ich dachte schon. Ich habe den VR-Modus nicht eingeschaltet, aber es passt eh. Ah, sieht alles so geil da drinnen aus, wirklich. Aber das ist auch dessen geschuldet, dass halt nicht das ganze Auto modelliert worden ist, Schatz. Weil da hört das Auto einfach auf. Los geht's. Grüß euch, Leute. Was viele Leute auch gar nicht wissen, die dieses Spiel im Vorjahr starten, ist, dass du hier auch alle, wie ihr seht, Kamerawinkel auch beim Spiel hast. Die musst du aber in dem Menüpunkt aktivieren. Okay? Die musst du im Menüpunkt aktivieren. Das musst du im Menü machen. So, jetzt haben wir hier die obligatorische Racing Ego-Sicht. Nicht schneiden. Und mit einer Taste auf die R2-Taste, wenn ihr die R2-Taste drückt, dann könnt ihr die Sicht auch wechseln. So. Jetzt seid ihr die Motorhaubensicht. Rechts 6. Achtung, rechts halb über Kuppe. In links 4 lang, nicht schneiden. 100. Okay, jetzt habt ihr die gesehen. Rechts halb noch eine ärgere Motorhaube. In links 5 über 100. Und Kuppe 100. Kuppe und verengt sich. Rechts 5 macht zu bis 4. Und links 5 Kuppe. Rechts 4 nicht schneiden. In links 6, 60 Kuppe. So, auf die nächste Sicht. R2-Taste. Links 4 lang nicht schneiden. Macht zu bis 3.
Das ist die Default-Ansicht, die man hat, wenn man das Spiel startet. In VR. In links 1,5 lang. Aber nicht jeder will das. Ich persönlich finde die auch fast am besten. Bei Dirt VR finde ich die am besten. Aber man kann auch. Oh, man kann auch Außensicht fahren. Ich kenne einige Leute, die diese bevorzugen, weil sie meinen, dass sie so halt besser auf der Straße liegen, um auch besser in die Kurven zu schauen. Aber sehr massiv ist das Ganze halt nicht. Da hört man echt einen schönen Ausblick. Für Page-Spieler vielleicht ganz interessant, diese Sicht. 100 durch Senke. Kuppe, vielleicht Sprung. Bis Ziel. Und ab ins Ziel. Okay, Leute. Das war mein kleiner Dirt VR Ansichten Video. Ich glaube nicht, dass das viele Leute wissen, dass du das kannst. Und dass man sich das im Menüpunkt umstellen muss. Also jedes Mal, wenn ich auf YouTube oder so irgendwo oder auch online mit Leuten spreche, egal ob jetzt Discord oder Facebook oder ähnliches, die meisten Leute wissen das gar nicht. Und ich habe auch schon viel mit Leuten gespielt, Drive Club und so weiter, in VR. Und die haben mir dann auch immer erzählt, naja, du hast ja nur eine Sicht bei Dirt. Aber das ist anscheinend, wie du siehst, nicht wahr. Okay, cool, ich bin Fünfter geworden, ich habe dauernd geplappert, habe nur Scheiß angefahren. Egal, wenn euch das Video und diese Information gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, ein Abo, ein Kommentar, macht irgendwas. Tut einfach was. Okay, passt, gut. Ich wünsche euch was. Baba. Tschüss, baba. Ciao. Pfiat euch.